Ja, bin ich mir nicht so sicher, mal schaffen. Also natürlich eh nur für ein Pad und ich meine, ja, es ist auch nicht so dramatisch, wenn wir kein Pad mit Effekten haben und so, ist halt, ja, es ist halt unlucky, aber auch kein Weltuntergang, ich meine. Das waren, glaube ich, Speed und Jump Height und sowas in Richtung. Also jetzt eh nicht irgendwas, was fürs Tanken relevant wäre. Es wäre halt ein Buff-Pad schon. Das wär, ja, es wäre ein Buff-Pad. Insofern wüsste ich dann schon wieder gut. schwierige Sache. 10% HP, was bringt das andere? 26. Oh ja, okay, gut. Also, da muss man überlegen. So, es bringt einfach 58 STA. 58 STA, 600 HP, 26% HP dann nochmal. Alter, das ist halt schon. Also, ich glaube, mit dem Ding kommen wir halt. Ja. Ich glaube, allein das Ding bringt er dann schon mal 30 kHP oder so. Mit Leichtigkeit. Wir müssen das Ding halt nochmal upen und so und sockeln und. Ja, es wird dann noch sehr viel Farmerei, was wir vor uns haben. Ja, genau. Ich könnte halt ein Warpon-Set craften, dann ist 105er. Oh, hier ist jemand. Dann ist 105er. Quatsch, das 75er Schmuckset dann eben noch dazu. Aber brauchen wir halt irgendwie auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich will sie mir auch nicht unnötig Zeit verschwenden dafür und Geld verschwenden. Das bringt ja alles nichts. Wir müssen noch so viel Geld ausgeben für das Equipment hier. Von dem her. Naja. Gut. Mache ich noch 10 Minuten? Ja, ich mache noch 10 Minuten. Dann habe ich zwei Folgen mit je 25 Minuten. In etwa zumindest. Diligence, was wir das finden? Item Drop Rate nehmen wir mit, alles immer super. Sehr nützlich. Ah ja, weil ich übrigens schon seit Ewigkeiten kein Update mehr gegeben habe wegen Spielentwicklung. Ja, ich hatte einen ziemlichen Durchhänger zwischendrin und ich war auch sehr skeptisch, ob ich es überhaupt weitermachen soll. Aber mittlerweile zumindest bin ich wieder relativ aktiv mit dabei. Nicht so aktiv, wie ich will, aber einigermaßen aktiv. Und ja, ich bin jetzt schon zu diesem Punkt gekommen, wo ich jetzt mich so mit KI beschäftige, also halt Mob-KI, nicht wirkliche KI. Es ist total blöd. Es ist halt, was man hier von Monster-KI spricht, hat damit KI gar nichts zu tun, wirklich so null. Aber Mob-KI nennt man eben so. Und ein Makrosystem und so weiter. Und ist ein Unreal sogar echt simpel. Ist wirklich sehr viel Plug and Play. Was ich sehr gut finde. Und, by the way, ich habe übrigens eine Box ausgedroppt und noch keinen weiteren Key. Also von diesen Dingen da oben. Und das ist schon mal recht nice. Also, ich struggle da teilweise echt sehr arg und es ist sehr viel Neues, sehr viele neue Konzepte und gefühlt, also bei C++ bin ich halt immer noch ein Anfänger, also wirklich ein blutiger Anfänger. Also, ich meine, ich verstehe natürlich jetzt schon die Konzepte und so, aber. Es gibt halt so viele Pattern, die man halt nutzt, sowas wie Singleton-Pattern und so. Also, wenn man halt zum Beispiel eine Instanz nur einmal aufruft und so, würde ich euch gar nicht länger langweilen mit. Aber wo ich halt keine Ahnung habe, so, ja, für welche Klassen nutzt man das jetzt und braucht man das überhaupt und trifft es auch auf Unreal zu und nutzt man es immer, macht man eine Klasse dafür, wo man das nutzt oder halt für jede Klasse einzeln und es ist halt echt noch. Ja, also ich sehe halt schon, dass ich dann wirklich einen ganzen Haufen lernen muss. Und das Ding ist auch immer so, man weiß halt nur, also man weiß nicht, was man nicht weiß. Das ist halt immer das große Problem. Ich weiß halt, dass es halt noch ganz viele Konzepte gibt, von denen ich allerdings weiß, dass ich die halt noch nicht anwenden kann, dass ich eben noch zu unerfahren bin. Aber es kann es sein, dass das vielleicht gerade mal 5% der ganzen Konzepte waren, die überhaupt existieren. So kann ja auch sein. Und ich hock halt da und denke mir so, ja, noch drei Sachen und dann kann ich alles, aber dann fehlen halt noch 30 andere, die ich halt eben noch nicht kenne und so. Das heißt, zu effektiv ist es halt schon auch wieder so ein bisschen schwierig dann. Genau. Und ja, natürlich ist es auch so, weil
ich dann halt sehr oft abends aufnehme. Ich will halt nicht erst zocken und dann lernen. Das wäre einfach schlecht. Das heißt, ich lerne erst und dann zocke ich. Was ja auch sinnvoll ist. Problem ist halt, ja, ich bin halt dann auch einfach ein bisschen müde, bin halt fertig, bin halt dann nicht mehr so bei der Sache und deswegen sind auch dann die Fly-Folgen oft halt nicht so, ja, wie sie vielleicht sein sollten, nicht mehr so interessant, nicht mehr so gesprächig, nicht mehr so themenbezogen. Ist halt alles ein bisschen anders dann. Aber das Problem ist halt, ich kann es halt nicht ändern. Also Real Life geht halt vor. Und Fly-Life ist halt ein Hobby hier. Also ich meine, ich werde nicht für bezahlt. Also nicht hier zumindest. Und ich trenne halt einfach stark zwischen Hobby und zwischen Arbeit. Und ich bin halt der Meinung, Hobbys kann man halt irgendwann halt machen, wenn man halt keine Lust hat. Wenn man halt alles andere erledigt hat. Aber ja, Arbeit geht einfach vor. Und ja, Spielentwicklung ist natürlich jetzt schon einfach an dem Punkt, wo ich sagen muss, es geht in Richtung Arbeit. Denn effektiv werde ich halt damit dann schon Geld verdienen. Und ja, Lernen / Arbeit effektiv das Gleiche für mich. Also geht halt Hand in Hand effektiv. Genau. Das wollte ich halt nur mal nochmal erwähnen. Ist halt, wie gesagt, ja, ist halt einfach so ein Punkt, wo ich halt, wo ich mir da auch ein bisschen eingestehen muss, dass es halt vielleicht Folgen gibt, die halt nicht so cool sind. Und natürlich, wenn ich jetzt gerade aufnehme, ist es natürlich was ganz anderes. Ist natürlich viel interessanter, ist natürlich auch viel. Bin auch nicht so müde, als irgendwie um 12 Uhr nachts oder so. Also ist natürlich in vielerlei Hinsicht irgendwie. Ja, ein bisschen angenehmer, glaube ich, anzuschauen. Aber natürlich, klar, ich meine, ich habe halt auch nur so und so viel Kontingent, was ich halt irgendwie so hergeben kann. Entweder gebe ich es halt eben fürs Lernen her oder fürs Arbeiten oder fürs Aufnehmen, aber halt, es reicht halt nicht für alles. Es ist halt einfach so. Kann ich halt nicht ändern. Also, geht halt nicht. Meine Nase läuft, ideal. So, okay. Dann fehlen noch 4. Warte, wir sind immer noch bei 14 Level. Was habe ich vorgesagt? 14 Level? Ne, uns fehlt ein 16 oder 17 Level, glaube ich. Wow. Mathe-Profi. Genau. Und es gibt natürlich auch noch so Sachen wie Freunde. So, ja, so Freunde. So dieses komische Konstrukt da. Also keine echten Freunde, wo man rausgehen muss, sondern halt Online-Freunde. Aber die kommen auch an, so, hey, da kommt ein Update von 7 Days raus, lass uns mal für die nächsten 2 Monate durchsuchten oder so. Das gibt's ja auch. Also so 7 Days suchten wir halt, ja, 100 Tage meistens. Ja, also, stopp, 100 Ingame-Tage. Und ein Ingame-Tag ist ungefähr 1 Stunde meistens, stellen wir es so ein. Ja. Da geht viel Zeit drauf. Also 100 Ingame-Stunden, also 100 Echt-Stunden, 100 echte Stunden, hauen wir schon rein. Und natürlich, wenn ich dann auch noch, also ja, es ist halt so über einen Monat verteilt oder vielleicht diesmal über 2 Monate verteilt, ist schon übel dann, ja. Normalerweise machen wir es immer so einen Monat, halt dann 100 Stunden, also 3 Stunden am Tag. Ja, ist schon recht krass dann irgendwie, also, naja. Ah, Party ist nicht voll, finde ich nicht gut. Oh nee, bleib doch da, hau doch nicht ab, Mann. Blöden Viecher. Ja, ansonsten das Thema Umzug. Ey, es gibt so viele Dinge, die mich momentan beschäftigen. Es ist unfassbar. Auch Testament ist momentan ein riesiges Thema. Oh, es ist schlimm, ich sag's euch. Das Thema Umzug, es ist so eine Shitshow, ich kann es euch gar nicht sagen. Wir haben jetzt das ganze seit März inseriert. Oder? März? April? Nee, März? April? März, glaube ich, war es, oder? März, April, Mai, Juni. Also seit
Warte mal, den ganzen März, den ganzen Mai, April. Also ungefähr 4 Monate kann man ungefähr sagen. Vier volle Monate. Ja, mehr oder weniger 4 volle Monate. Wir hatten bisher immer noch 2 fucking Besichtigungen. 2. 2. Das ist... Hey, es ist so schlecht einfach. Es kauft keine Häuser. Nicht nur bei uns, es ist nicht so, dass der Preis irgendwie zu hoch wäre. Vielleicht auch, aber keiner kauft irgendwas. Das Problem ist, die Leute, die Geld haben, die hauen alle ab. Keiner kauft, also keiner, der Geld hat, kauft in Deutschland noch ein Haus. Die gehen alle ins Ausland. Und es ist so krass. Wir haben natürlich jetzt auch mit haufenweise Immobilienmaklern Kontakt, weil wir eben auch nach Häusern suchen. Und die sagen, also einer sagte, der hat eben einen Klienten, der hatte, also verkaufte ein Haus. Also er verkauft noch immer ein Haus. Und zum Testen hat er einfach mal den Preis von diesem Haus um 250.000 gesenkt. Also Hauspreis, glaube ich, lag bei 900.000 oder so. Der hat den Preis um 250.000 gesenkt. Einmal zum Schauen, einfach mal so auf, einfach mal zum Durchtesten, so ja, 250.000 billiger. Vielleicht kauft es jemand instant. Keiner hat zugegriffen. Dieses Haus stand monatelang wirklich zu einem spottbilligen Preis inseriert in diesen Immobilienverkaufsseiten. Und keiner hat zugegriffen. Kein Mensch. Der Preis war weit unter Marktwert. Und keiner hat es gekauft. Das heißt, es liegt nicht mehr daran, dass die Preise zu hoch sind, dass die Häuser überbewertet sind oder so. Es liegt simpel und einfach daran, dass keiner Geld hat. Dass sich keiner einen Kredit leisten kann. Und dass wir effektiv im Arsch sind. Wir kriegen dieses Haus nicht verkauft. Und das Problem ist, wir haben noch eine Zinsfestschreibung bis 2027. Klingt erstmal gut, ja, klingt erstmal sehr gut. Dazu muss man allerdings sagen, wir haben jetzt schon die Hälfte von 2024 ist schon wieder vorbei. Ja, wir haben nur noch 6 Monate bis Weihnachten. Echt problematisch, ja. Also 6 Monate ist schon wieder Winter, ist schon wieder Weihnachten. Und dann sind es auch nur noch 2 Jahre, die man in diese Zinsfestschreibung haben. Und das Problem ist, im Winter verkaufen sich Häuser noch schlechter. Das heißt, effektiv von Frühling bis Herbst verkaufen sich Häuser einigermaßen gut. Frühling halt am besten meistens. Frühling ist eigentlich schon vorbei, jetzt kommt der Sommer. Ist auch noch okay, Herbst auch noch okay. Aber den ganzen Winter, der hier bei uns in den Alpen 5 Monate lang ist, kriegst du kein Haus verkauft. Das heißt, ab Oktober ist hier Schicht im Schacht. Ab Mitte Oktober zumindest so. Und das heißt, das ist echt ein Problem. Und das Problem bei unserer, in unserem Fall ist einfach, dass es halt wirklich ein, ja, ich würde schon sagen, existenzielles Problem ist. Wir haben jetzt noch 250.000 Schulden. Stand heute. Und wenn die Zinsen von 2 oder 3% plötzlich auf 5% hochgehen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir echt ein dickes Problem. Und die Tilgung wird sich dann noch weiter verlangsamen und so weiter. Also es ist eine riesige Shitshow. Und ich meine natürlich, klar, bis dahin ist es weniger als 250.000, bis dahin wieder mehr abgezahlt und so. Aber effektiv, und natürlich, vielleicht haben sich auch die Zinsen bis dahin wieder beruhigt und so. Es kann ja alles sein, kann ja sein, dass sich das alles wieder beruhigt hat. Und so kann ja, ja, aber natürlich, also ich glaube jetzt nicht an Wunder und Inflation verläuft meistens auch in Wellen. Das heißt, was wir gesehen haben, war die erste Welle. Das heißt, die zweite Welle wird noch kommen, vielleicht auch eine dritte Welle. Und die Inflation steigt ja jetzt schon wieder. Das sehen wir auch in den USA, die steigt wieder ein bisschen. Und auch hier steigt die wieder und so. Und es senken die Zinsen und die Inflation wird natürlich auch dann wieder steigen. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt halt wieder gleich bleiben wird. Natürlich, die berechnen jetzt auch wieder komplett anders als noch vor 1-2 Jahren, was natürlich auch wieder die Inflation verschweigt und so, aber ich meine, man kann die Inflation halt nicht wirklich verschweigen. Wenn die Preise steigen, steigen sie, egal wie dann irgendein Ministerium das berechnet oder so. Ich meine, es interessiert sich halt nicht für die Berechnung, es interessiert sich halt für den tatsächlichen Markt. Naja, auf jeden Fall, das ganze Umzugsthema. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob halt Österreich noch so sinnvoll ist und so. Da gibt es auch mittlerweile echt Bewegungen und Entwicklungen, die halt echt, ja, sehr fraglich sind.
Also in Österreich gibt es halt echt zwei große Lager. Und das hat eben politisch gesehen, das eine ist extrem rechts, das andere ist extrem links. Und die Polarisierung halt auch da ist halt die gleiche wie in Deutschland effektiv. Ich meine, die sind ein bisschen vernünftiger und so. Und jeder macht mit jedem was und so, was ich halt besser finde grundsätzlich. Aber naja, aktuell gibt es in Österreich auch irgendwie dieses wiederauferstehende Kommunisten da effektiv. Also die kommen halt in manchen Bezirken halt teilweise auf 30%, 40%, 50% sogar. Landesweit weniger oder bundesweit weniger. Aber trotzdem ist das halt echt eine Entwicklung, die ich halt echt sehr, sehr, sehr bedenklich finde. Und ja, ich meine, lass die halt auch mal irgendwie Regierungsbeteiligung haben und dann brauchst du halt mit deinem Kleinunternehmen auch nicht mehr da irgendwie vor Ort sein, dann bist du halt auch wieder im Arsch. Also effektiv. Ach, es ist alles so schwierig. Es gibt jedes Land, was du dir ansiehst, ist einfach für Kleinunternehmen oder für Selbstständige oder für Gründer einfach Kacke effektiv. Österreich ist momentan gut, aber die Steuern sind effektiv auch viel zu hoch. Auch die haben halt leider eine kalte Progression, die halt wirklich ziemlich reinhaut. Nicht so krass wie in Deutschland. Also jemand hat mal geschrieben, Deutschland ist in jeder Hinsicht besser, Österreich ist in jeder Hinsicht besser als Deutschland. Aber es verschlechtert sich in einer rasenden Geschwindigkeit. Effektiv wie hier. Ja. Ja. Problem ist halt, wenn du halt bei den Kleinunternehmen deine Selbstständigkeit eben nicht hinhaut, in dem Land, und du halt noch Schulden hast, weil das Ding ist, wir sind 2000, nee, wie lange brauchen wir noch? Ich weiß gar nicht mehr. Warte, Sekunde. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich glaube, was verwechseln. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Warte, meine Mutter hat mir gesagt, stopp. Der Kredit, nee, nicht 2027 ist die Zinsfestschreibung, stopp. Die Zinsfestschreibung endet 2025. 2025 und der Kredit läuft noch 27 Jahre. So glaube ich, war das ganze Ding. Ja, wir tilgen halt, also wir zahlen halt für den Kredit, glaube ich, 950 Euro im Monat. Das ist halt nicht viel, aber ich meine, jetzt sind Kosten für alles sind gestiegen ohne Ende. Das geht halt nicht mehr, kann man nicht mehr leisten. Genau, die Zinsfestschreibung endet 2025, das heißt, es ist schon in einem Jahr. Das heißt, schon nächstes Jahr endet die Zinsfestschreibung. Und bis dahin werden die Zinsen halt noch sehr hoch sein. Also mit Sicherheit. Und ja, effektiv. Ja, es ist schlimm. Also wir müssen dieses Haus einfach loskriegen in kürzester Zeit effektiv. Aber okay, das mit dem Set-Effekt, by the way. Aber das ist halt nicht. Das ist halt nicht möglich. Wir kriegen dieses Haus nicht los. Das ist die ganz große Scheiße einfach. Und was machen wir? Das ist die ganz große Frage auch. Was machen wir, wenn die Zinsen, wenn wir wirklich einen schlechten Zinssatz kriegen von der Bank und wir aber das Haus nicht verkaufen können? Wir das Haus auch verkaufen müssten vielleicht. Ja, das ist. Boah, ich will mir noch gar keine Gedanken drüber machen. Was uns dann noch ins Haus steht, das ist echt. Boah. Das ist gar nicht gut. Also, das ist. Boah, ich weiß es nicht. Natürlich gibt es dann auch wieder so Dinge wie. Wenn ich jetzt hier mein Unternehmen gründe, in Deutschland, und ich wandere aus, dann muss das komplette Unternehmen quasi. Also, der Unternehmenswert wird, glaube ich. Sorry. Der komplette Jahresumsatz wird verdreifacht. Erstmal, glaube ich. Nee, der Jahresumsatz der letzten 3 Jahre wird zusammengenommen. Und ich glaube, ein Zehntel davon muss ich dann nochmal in Steuern bezahlen, wegen dieser komischen Wegzugsbesteuerung. Es ist total kompliziert. Es ist wirklich kompliziert. Effektiv, ich muss quasi mein Unternehmen, also als würde ich mein Unternehmen verkaufen und darauf Steuern bezahlen,
So muss ich quasi Steuern bezahlen, wenn ich aus Deutschland auswandere. Ja, das ist ein Gesetz, das stammt aus dem Dritten Reich noch. Also ich glaube, es wurde neu aufgelegt. Damals hieß es halt Reichsfluchtsteuer, heute heißt es Wegzugsbesteuerung und Entstrickungssteuer und bla bla bla. FDP macht übrigens auch mit, braucht euch keine Illusionen machen und so. Auf jeden Fall. Effektiv, ich müsste das Geld, was ich verdient habe, dann quasi nochmal versteuern. Also quasi, wo ich schon 30, 40, 50% Steuern drauf bezahlt habe, muss ich dann nochmal versteuern. Mit 20, 30, 40%, keine Ahnung, whatever, weiß ich nicht. Wahrscheinlich 25%. Und es ist alles so scheiße. Das Ding ist, wenn wir halt hier noch 2 Jahre da sind, dann werde ich halt mein Unternehmen schon gegründet haben. Und dann bin ich im Arsch. Effektiv, ja. Ich meine, wenn ich halt ein Spiel habe, was gut läuft, dann bin ich am Arsch. Auch wenn es schlecht läuft, bin ich am Arsch, effektiv. Also was ich jetzt dann verdiene, das ist halt noch sehr viel weniger wert, als es dann eh schon ist. Weil ich halt alles doppelt und dreifach versteuern muss. Es ist halt echt eine Shitshow einfach. Ja. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.